Willkommen zurück bei Metro Last Light. Ja, und weiter geht's im Theater, also der Station Theater. Viel Spaß. Okay, kommt rein. Tut mir leid. Gefährliche Zeiten, nicht wahr? Wir wollen bald nach oben. Sind da Telepathen in der Nähe? Wir hatten Glück, es hierher zu schaffen. Okay, in dem Gebäude bei dem Flugzeugwrack ist ein Nest. Kein Wunder, dass ich heute so schlecht geträumt habe. Ach, du willst einen Albtraum? Na, der wartet da oben auf dich. Jim, mit den drei Männern zu gehen. Um ein Nest zu räumen, brauchen wir mehrere Trupps. Mindestens. Wenn du Kultur erleben willst, das Bolschoi-Theater ist über uns. Alle Schauspieler, die überlebt haben, sind hier. Die Leute kommen aus der ganzen Metro, um ihre Aufführungen zu sehen. Wie kann das sein? Wir waren unser ganzes Leben im Reich. Und jetzt sind wir Freaks? Das passiert ständig. Mal sehen. Aber warum? Also, die Station neben der hier ist der Platz der Revolution. Eine von unseren. Rot. Und der Platz der Revolution ist einen Katzensprung von der Polis entfernt. Also werde ich mich als guter Kommunist für dich verbürgen. Die werden dich durchlassen müssen. Und dann bist du in 0, nichts zu Hause. Seid ihr diejenigen von denen, die uns gerade erzählt haben? Ja, sind wir. Klasse, dann komm rein. Also Artyom, schau dich um. Hier gibt es viel zu sehen. Ich rede mit meinen Leuten und komm wieder zu dir. Willkommen. Euch aus. Sehr schön. Aber Sie fürchten. Ich muss das erste Mal an der Station richtig umgucken. Ich habe die Regeln nicht gemacht. Und wieder ein Eintrag. Ich werde die weiter vorlesen. Diesmal auch ein bisschen lauter. So. Pavel braucht etwas Zeit, um alles vorzubereiten. Die Bürger anderer Stationen brauchen eine Erlaubnis, um die rote Linie zu betreten. Der Staat ist in permanenter Vorbereitung auf den Krieg und sieht daher in jedem Außenseiter einen Spion. Also habe ich etwas Zeit, mich im Theater umzusehen. Diese Station ist eine echte Legende in der Metro, ähnlich wie die Polis, mit dem Unterschied, dass in der Polis viele der Wissenschaftler sind, die überlebt haben. Und das Theater eher als Kulturhauptstadt der Metro betrachtet wird. So, jetzt schauen wir uns mal hier um. Ich muss es also ein bisschen an, ich finde es immer sehr interessant. Auch weil ich die Bücher gelesen habe, um das dann alles mal so in echt zu sehen, finde ich echt cool. Ja, meine Fantasie, da reicht sowieso nichts ran, aber. Schweinchen. Oh, die hat Frischlinge, die Sau, ist ja cool. Ja, dann trink gut. Hau rein, Junge. Patronen für den letzten überlebenden Theaterkritiker. Patronen für die Gnade unserer Seelen. Aber gerne doch. So. Kann ich dem jetzt die geben? Kommt die Option. Ah, junger Mann. Mein geistreiches. Der ist auch ganz schön zu, ihr Junge. Hier sitzen wir mit Gesäff und Festbeleuchtung, während überall um uns herum. Und endloser Krieg herrschen. Ja, so führen Sie zu den Kostja, Kostja! Ist uns zurückgekommen! Eines von diesen Vermessern. Sofort hierher! Semenovna, ist das irgendwas anderes? Sehr leid, Katja. Den Waggons. Welche, die wir kennen? Mein Vogel. Wow! Das ist mal ein Dämon. So gruselig wie ein echter. Ein Dämon! Guck mal, ja, mit den Flügeln schlägt! An. Nein, Papa sagt, er schlägt mit den Flügeln. Und mein Papa hat schon viele Dämonen gesehen. Wir haben recht, Onkel Micha. Das ist schon echt cool gemacht. Also steckt echt viel im Detail drin. Und die Bücher, ist ja geil. Metro 2035, okay. Metro 2033 und das ist Metro 2034. Ich kann nur empfehlen, die Bücher zu lesen. Das sind echt gute Bücher. Und auch die anderen Bücher aus dem Metro 2033 Universum. Das sind alles echt geniale Bücher. Ich glaube, ich stelle mal demnächst auch einen Link unter die Videobeschreibung von Amazon für die Bücher. Also ich kann es nur empfehlen. Echt gut. Und Nikitich, wann werden wir Mutantenfutter? Hast du genug Geld, um eine Woche durchzuhalten? Eine Woche? Zwei Tage. So, ich will eigentlich erstmal nachbacken. Das hat so lange gedauert.
Granate machen deinem Feind garantiert Feuer unterm Hintern. Wir könnten immer noch stalken, anstatt nur helfen. Sieh mal, ich hab noch einen Begleiter. Die Drecke gehen also auf den Fernen, kannst du damit tun. Etwas Besseres gegen Monster. Granaten! Erschwingliche und ernsthafte Feuerkraft! Gut. Ja, richtig. Schalte, würde ich rufen, bitte echt jetzt? Patronen und andere Sachen! Die besten Preise in der Gegend, versprochen! Unabdingbar. Mit Patronen! Verkauf, Tausch, Abkauf! In dem Fall. Patronen und andere Sachen. Die besten Preise in der Gegend, versprochen. Viel Glück, Mann. Normal, Salo, Gerhard, Talg, Schmalz, Brat, Schenke. Ich glaube dir eine Versicherung und deine Sicherheit. Beschütze dich und deine Liebe. Du hast schon zu viele. Ja, es gibt nichts Besseres, um jemanden aufzuhalten. Absolut nichts. Diese Patronen sind gut, auch wenn sie handgemacht sind. Messer sind das. Munition und Ausrüstung zu verkaufen. Feine Lederwaren. Originales Design. Niedrige Preise. Das Zeug ist klasse. Besseres gibt's. Ich glaube, hier gibt's ein Theater. Ich hoffe, das ist ja ein Kurs. Nochmal ein kleines Lesestückchen. Kein Wunder, das weltberühmte Bolschi-Theater ist direkt über dieser Station. Es gibt Gerüchte über Untergrundwege für seinen Keller in die Metro. Und das ist der Grund, warum viele der Schauspieler und Bühnenhelfer sich bei der Katastrophe retten konnten. Hier unten in der Station haben sie ein neues Bolschi gegründet. Bolschoi heißt es. Es sind die Theatergerüchte, die selbst die fernsten Ecken der Metro erreichen. Und da die bewohnbare Welt dort endet, wo auch die Metro endet, könnte man sagen, dass das neue Bolschoi auch weltbekannt ist. Manche sagen, es bewahrt sogar die Tradition des großartigen Vorgängers. Man sagt, dass die Erde sich weiterdreht, solange das Bolschoi noch Aufführung macht. Wie sehr ich mir wünschte, eine solche Aufführung zu sehen. Vielleicht bekomme ich ja endlich eine Chance. Mein Gott, bist du tückig, dass du einfach schon seit dem Morgen hier war. Ich bin es leid. Es ist nicht der Fall. Ich wieder. Kann ich damit? Du kannst überall sein. Das hier. Wir können zum Platz der Revolution gehen. Durch das Theater werden die uns reinlassen. Ich muss nachdenken. Ich kann leider kein körperlich lesen. Vielleicht kannst du ja auch für euch und kann mir dann mal ein Video beschreiben, also als Kommentar, reinschreiben, was das hier heißt. Ich würde sehr gerne wissen, was ist das da und das da. Oh, natürlich. Kontraspieler. Also, du kannst dir die Aufführung anschauen, wenn du willst. Ich warte auf dich in der Garderobe. Die Aufführung. Beginnen. Maestro.
Wenn Sie so nett wären, der Konkon. Mädchen! Ja, dann gucken wir uns das mal an. Ich habe gar nicht Timer gestellt, verdammt. Ja, wir gucken uns das mal an. Hey, lauf nicht durch mich durch. Was soll denn das, Pavel? Wackel, wackel, wackel. Egal. Haben sie gut gemacht, die Mädels. Auf der Bolscher-Bühne hat es nie zuvor etwas Vergleichbares gegeben. Es tut mir jetzt für die anderen Darsteller leid. Ihre Versuche, das Publikum zu beeindrucken, werden nach solch einem Spektakel kaum der Rede wert sein. Aber ich bin mir sicher, dass Sie mit der hoch angesetzten Latte der Erwartungen zurechtkommen werden. Und so geht unsere unglaubliche Show weiter. Dieser Mann lacht der Gefahr ins Gesicht, fordert die Natur heraus, trotz dem Gott dieser neuen Welt, und beweist wieder einmal, dass die Menschheit über alles herrscht. Ein warmes Willkommen für Leonid Bury, unseren außergewöhnlichen Dompteur mit seinem, Schrecken unserer Stadt. Sieg, bei dem die menschliche Intelligenz über Mutanten triumphiert. Wo wir gerade von Mutanten reden. Selbst in unserer Station sind Gerüchte zu hören, dass eine neue Art an der Messe entdeckt wurde. Furchterregende Bestien, schwarz wie die Nacht, unbesiegbar und in der Lage, in jedem, der sie sieht, den Wahnsinn auszulösen. Aber selbst die waren kein Gegner für die menschliche Genialität. Die Jungs von der Messe haben bemerkt, dass sie die falschen Pilze gekocht haben. Als sie wieder zum traditionellen Rezept übergingen, waren die Mutanten verschwunden wie der Morgentau. Wenn du wüsstest, wenn du wüsstest. Einen kräftigen Jubel für die Helden von der Messe. Und die Show des heutigen Abends geht weiter. Heute habe ich die Ehre, Ihnen den heißesten und explosivsten Auftritt diesseits des Atlantiks bieten zu können. Das heißeste Spektakel des heutigen Tages. Unsere Fire Show! Einen Applaus, um unsere Darsteller willkommen zu heißen. Bitte! Ja, dass das Feuer jetzt nicht so Bombe aus wie hier aussieht. Aber dafür kann ich ruckelfrei spielen. Jawohl, ja. So, jetzt so muss ich irgendwie die Bühne abfackeln. Okay.
Unglaublich, einfach unglaublich. Wenn auch ein kleines bisschen zu heiß. Nur noch wenige Grade mehr und ich wäre verkohlt. Vielen Dank, liebe Freunde, vielen Dank. Aber ich muss sagen, dass wie heiß auch immer das war, die Mädchen waren noch etwas heißer. Leute, ihr müsst euch der Herausforderung stellen. Vielleicht probiert ihr es mit einem Flammenwerfer. Und noch immer geht es weiter, liebes Publikum. Bitte heißen Sie willkommen den Arpeggio-Virtuosen, den Gott des Legato und Dämon des Tremolo. Unseren Lieblingsschüler von Mel Basch und Wladimir Manilov, den besten Gitarristen unseres neuen Zeitalters, Viktor Minchuk mit seinen Fantasien. Bitte heißen Sie unseren Virtuosen willkommen. Würde explodieren, meine Beine würden beginnen zu tanzen und meine Seele würde geradewegs nach wohin auch immer gehen. Vielen Dank, Viktor. Meine Damen und Herren, ich muss eine Änderung im heutigen Programm ankündigen. Zu unserem großen Bedauern sind unserem Gastmagier für seinen Sägeakt die Damen ausgegangen. Aber keine Sorge, wir füllen diese Lücke mit Großartigkeit. Ihre volle Aufmerksamkeit bitte, wenn ich Ihnen nun die Geburt einer Legende präsentiere. Das Duett Minchuk und Porcharny mit ihrem instrumentalen Impromptu, das Lied der Lieder. Eine Runde Applaus, um unsere großen Musiker zu erfreuen. Innovation des Jahrhunderts. Unglaublich, völlig unglaublich. Mein linkes Ohr klingelt immer noch. Sie haben gerade die Virtuosen des Moskauer Untergrunds gehört. Das Duo, das bekannt ist als Minchuk und Porcharny. Mein liebes Publikum, dieser trauriger Moment kommt leider immer. Egal, wie oft ich mir wünsche, es wäre nicht so. Aber unsere heutige Show ist zu Ende. Ich hoffe, Sie haben sie ebenso sehr genossen, wie wir Ihre Gesellschaft genossen haben. Vielen Dank. Beehren Sie uns bald wieder. Maestro,
Spielen Sie uns etwas Emotionales. Auf Wiedersehen. Adieu. Abschied ist so eine süße Trauer. So, das war die Theaterbestellung. Ich hoffe, es euch hat's gefallen. Und jetzt geht's weiter mit Pavel. Artyom, und? Hat dir die Aufführung gefallen? Zeit weiterzugehen, du Kunstmäzen. Igorevich, wie schön, dich zu sehen. Wo warst du nur? Na, Mädchen? Ich bin total in euch Mädchen verliebt, aber ich hatte geschäftlich zu tun. Ich komme bald wieder, ja? Ja, versprochen. Lass mich mal dein Puder benutzen. Davon träumst du wohl. Du hast dein eigenes. Nimm das. Das ist nicht gut. Warum kauft dir dein Freund nichts Besseres? Artyom, mir scheint, du bist ein wenig ausgehungert, was Frauen betrifft, ha? Ja, das ist schon ein hartes Leben ohne eine weiche Frau. Wie auch immer, ich sage, wir sollten gehen. Aber wir sollten noch einen darauf trinken, dass wir noch leben. Geht auf mich, okay? Hier bitte, zwei von unseren Spezialitäten vom alten Vorrat. Hoppla, das ist klasse. Dann lass uns trinken, Artyom. Das ist sehr gutes Zeug. Und das ist ein guter Ort. Aber zu Hause ist es doch am schönsten. Weißt du, ich bin durch die ganze Metro gereist und die Leute reden jede Menge Scheiß über die rote Linie. Dass es da schrecklich sei, dass es kein Essen gäbe, dass wir Kameraden grundlos erschießen und man nicht einmal einen Witz erzählen kann, ohne eingesperrt zu werden. Moment, gönnen wir uns noch einen? Zum Wohle, Artyom! Der hat jetzt nachgeschenkt. Wow, also, ja, unser Leben ist etwas strikt. Eine Partei, ein Anführer, eine Ideologie. Aber wir haben Ordnung und alles wird geteilt. Nahrung, Medikamente, Treibstoff, Schutzräume. Keine Reichen, das stimmt. Aber auch keine Bettler. Noch einen Drink. Und jetzt auf die Gleichheit. Komm schon, Artyom. Hau weg den Scheiß. Ja. Ach, ja, wo war ich? Ah, ja. Herr, jetzt schau dir die weit entfernten Stationen an. Die fressen sich gegenseitig, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, wie in der Steinzeit. Sich selbst überlassen wird der Mensch zum Tier, weißt du? Ordnung. Ordnung ist alles, was zählt. Sie ist unsere Rettung. Du kannst also glauben, was du willst, aber ich bin ein Roter, bis zu meinem Tod. Ich trinke auf die Ordnung. Prost. Na los, Artyom! Na los! Hau weg den Scheiß! Runter damit! Oha. Jetzt gibt's Ärger, glaube ich. Also, mein Freund, so läuft das eben. Nicht böse sein, Artyom. Ich mache nur meine Arbeit, um die rote Linie zu beschützen. Und du, Musketier, bist von der falschen Seite der Barrikade. Du Schwein, Papa. Soldaten, nehmen Sie diesen Kameraden fest. Jawohl, Herr Major. Jawohl. Willkommen zurück, Genosse Major. Rühren, Soldat. Ey, nur Säcke in der Metro. Das war ziemlich dumm von mir. Ich hatte ihm das Gerede über Freundschaft abgekauft. Das dumme Musketiergerede. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich frage mich jedoch, warum Pavel die Mühe auf sich genommen hat, mich in die Falle zu locken. Ja, und warum Pavel diese Mühe auf sich genommen hat, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen, würde ich so sagen. Also, bis dahin, Leute. Tschüss.